Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Letztes Mal haben wir den galvanischen Garten quasi wo gefunden, wo er uns nicht gefällt. Ups, jetzt ist mein Ton zu leiser. Wir haben letztes Mal Squall noch Anweisungen erteilen lassen oder zumindest ausgesucht und er schreit jetzt ins Mikrofon rein und damit alle wissen, was sie machen müssen. Gut, das war's eigentlich mit den anderen. Es waren zu viele unnötige Anweisungen. Ich glaube, das passt schon. Ich glaube, das hat sowieso keine Auswirkungen auf. Also, bis auf den Angriff und Verteidigung hat es keine Auswirkungen auf kommende Ereignisse während dem Kampf. Kann ich das runter? Hallo? Darf ich da runter? Oder? Und jetzt? Hey! Ah ja! Müssen wir vor die Plattform gehen und dann erst drauf drücken. Verdammt. Und unten warten schon einige auf uns. Ja, du bist zwar, wir kämpfen zwar gegen deinen Ursprungsgarten, aber du kommst trotzdem mit. Worum bittest du mich jetzt? Jetzt geht's los! Ja, wo ist Sal eigentlich? Der schläft schon wieder. Wieso? Hat er Hotdogs gegessen oder was? Die eine Sache? Was? Welche eine Sache? Oh, ist. Was ist das? Egal. Wir gehen jetzt in den Schulhof und da kommen natürlich Irvine und Seffi mit. Klarerweise. Gehen wir jetzt in die Schule? Ah, zuerst gehen wir in den zweiten Stock und werden dort zuerst einmal einige herumlaufende Schüler oder Studenten anweisen, was sie sich vorbereiten sollen. Na, was willst du? Ja, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Bin ich der Babysitter, oder? So. Wie ist das jetzt mit dem zweiten? Jetzt kommt zuerst mal wieder eine Zwischensequenz. Gut, was ist mit euch da? Wollt ihr nicht irgendwie euch vorbereiten? Ja, genau. Hopp, hopp auf deinen Platz. Ja, und hier hinten gibt es auch noch welche, die wir anweisen müssen. Ich glaube nicht, dass das wirklich wichtig ist, die Leute hier zurechtzuweisen. Aber wir werden es trotzdem machen. Und wir bekommen hier eine Hütte. Wobei ich gar nicht genau weiß, was das Item macht. Schauen wir kurz nach. Ich habe mir das immer geholt, aber ich habe nie nachgesehen, was das eigentlich macht. Eine Hütte. Wo ist das Ding? Oh, zwei Hütten. Komplette Heilung der Truppe und GF. Okay, ist nicht wirklich wichtig. So wie ein Zelt, nur dass es die GFs auch heilt. Geht offenbar nur auf Speicherpunkten auf der Weltkarte. Wie üblich bei Final Fantasy. Zumindest in den PlayStation 1 Versionen von Final Fantasy. Wir gehen in den ersten Stock und jetzt ab in den Schulhof. Und schauen wir, was da los ist. Gut. Ja, hier ist schon wieder die Hölle los. Alle rennen herum wie aufgesteckte Hühnchen. Hühnchen. Apropos, wenn ich hier in den nächsten paar Folgen etwas jammere, liegt das wahrscheinlich daran, dass ich am Wochenende Paintball spielen war und nicht nur einige Brecken abkassiert habe, sondern mich auch körperlich ziemlich verausgabt habe. Das Kraxeln hinter die Deckungen und das geduckt gehen geht ganz schön in die Beine, also es ist doch sehr anstrengender Sport. Hey, wart auf mich, hallo, ich will mit dir reden. Na okay, dann folgen wir dir mal da runter. Ja, und das, was da hinten rattelt, ist auch nicht wieder die Katze. Okay,
Ja, das ist gut so. Sehr gut. Ja, das glaube ich. Ja, das ist ganz okay. Privatgespräch oder was wird das jetzt? Ja. Ja, genau, das ist ein sehr schlechter Zeitpunkt. Nein. Was soll das? Gibt es nicht Wichtigeres zu tun als das hier? Okay. Was hat die damit zu tun? Oh, jetzt weiß ich, was da vorher geraschelt hat. Die Katze war im Klo. Man riecht es nämlich gerade. Und jetzt frisst sie wieder. Ja, das lässt sich vielleicht einrichten. Dann musst du halt so agieren, dass du nicht beschützt werden musst. Kein Problem für uns. Was sagen die hier? Ja, hoffentlich. Und was sagt Renoa hier? Ah, oh ja, wir akzeptieren dich so auch schon. Du bist ja etwas Besonderes. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Mit Squall gehen wir jetzt zurück auf die Brücke. Und sagen Sel noch, er soll hier alles zusammenhalten. Jetzt kommt eine lange Sequenz, glaube ich. Ah ja, genau. Jetzt. Oh, cool. Nicht schlecht. Schaut toll aus. Auch wenn mir unsere etwas besser gefällt. Ich finde, unsere sieht eher symmetrisch aus. Irgendwie besser. Und das kann ja was werden, oder? Haben wir jetzt? Jawohl. Volle Fahrt voraus. Oh, was ist das? Hey, das sind Motorradkatapulte. Cool. Und was wird das jetzt? Worauf wartet er? Hey, coole Missionsmusik. Ich habe das erste Mal gehört, wie wir die Siegfried von The Red gemacht haben. Das ist schon lange her. Okay. Ah, das springen wir über den Schulhof ein. Das ist natürlich eine tolle Idee von Ihnen. Jetzt wissen wir, warum wir Zelda hinten zurückgelassen haben. Okay. Ja, hier müssen wir unsere Gavs koppeln, das mache ich schnell, dann sehen wir es gleich wieder. So, fertig gekoppelt, das ist übrigens egal, wie man welche Kopplungen gibt. Und wir müssen auch nicht alle heilen, ich glaube die Gegner sind schlecht genug hier. Einfach mal hier rüber und wir können auch mit den Motorrädern zusammenlaufen, ohne dass wir in Kämpfe verwickelt werden. Was wird das hier? Und hier kommen übrigens nur Zufallskämpfe, kein geskripteter Bosskampf oder wie auch immer. Man muss nur hierher laufen und wenn man Glück hat, braucht man gar nicht koppeln, aber Vorsorge ist besser als nachher weinen. Ja, Sel gibt natürlich Renoa den Ring. Warum auch immer. Ja, und obwohl Final Fantasy 8 deutlich besser übersetzt ist als Final Fantasy 7, gibt es trotzdem noch Grammatikfehler, so wie dass sie jetzt den Ring einen falschen Artikel genommen haben beim Ring. Hey! Da schreibt schon wieder jemand von euch Comments auf meinen Videos. Oh shit! Tja, das ist aber nicht so gut, oder?
das sieht sehr ungesund aus. Ich wäre mal für festhalten. Geht das? Ja, du hast so lange Arme, aber das geht sich wirklich nicht aus. Habt ihr kein Seil oder so? Okay, wie auch immer. Wir müssen mit Zelda hier weggehen. Das geht natürlich noch erst, nachdem der Kalfadegarten hier vorbeigerauscht ist. Und dann Richtung Haupteingang, um Squall zu sagen, dass Binoa hier irgendwie in unmittelbarer Gefahr ist. Weil irgendwie scheint es nirgends im Garten in der Nähe ein Seil zu geben. Also ich hätte ja vielleicht sogar Äste hier abgebrochen und runtergehalten. Das wäre vielleicht auch noch gegangen. Aber natürlich ist es besser, wenn wir gleich zum Anführer laufen und ihm sagen, Hilfe, 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 alles ist kaputt. Und er kann natürlich auch nirgends anders hin als zum Haupttor. Genau, hier kommen auch Zufallskämpfe, allerdings habe ich glaube ich sogar Gegner 0% ausgerüstet. Insofern kommen hier keine Zufallskämpfe. Oh, das sind die schon. Hey, wartet auf mich. Deswegen kommen hier keine Zufallskämpfe. Ich wusste doch, irgendwas läuft schief. Okay, das ist nicht so gut, oder? Wenn sie die Klassen auf einmal auch angreifen. Ja, sie ist doch deine Freundin. Und wir nehmen wieder Selfie-Röhren mit Squall mit, da hier am meisten gekämpft wird. Kistis und Cell werden woanders hingeschickt. Ja, Cell muss sich überlegen, wie er Binoa retten kann. Gut, haben wir jetzt noch die richtigen Kopplungen? Ah, schau ich gleich nach. Auf jeden Fall gibt es hier jetzt einen großen Zusammenstoß. Gut, nochmal Kopplungen wechseln. So, das war's auch schon. Wir müssen jetzt unbedingt in die zum Klassenraum im zweiten Stock gehen. Dort gibt es nämlich einen Angriff und die Kinder sind irgendwie ungeschützt dort. Also die kleineren Schüler. Kinder ist ja immer so ein Ausdruck. So jung sind sie ja nicht mehr. Also auch in den zweiten Stock. Und zum Klassenraum. Genau. Und hier gibt es dann auf jeden Fall, glaube ich, einen Kampf, der geskriptet abläuft. Zwar kein direkter Bosskampf, aber macht ja nichts. Schneide ihn wahrscheinlich trotzdem raus, dass ich noch etwas mehr in der Folge rausgeht. Es sind nur einfache Soldaten, soweit ich mich erinnern kann. Nicht so wichtig. So. Ah. Okay. Was hat ihr für welche? Fallschirmspringer oder. Das sind aber große Fallschirme. Oh, das sind so Jetpacks. Das ist ja cool. Warum haben wir den nicht? Das würde ich jetzt wirklich gerne mal wissen. Wir sind doch auch im Garten. Die kommen da mit den ganzen coolen Motorrädern, Katapulten, Jetpacks. Und wir haben nichts außer kleine Schüler und ein Schwerter. Was soll das? Na, wie auch immer. Wir müssen jetzt wahrscheinlich gegen einige von denen noch kämpfen. Ah ja. Genau. So, da gab es nicht wirklich viel zu erzählen. Wir müssen wieder zurück auf die Brücke und was es auf der Brücke zu entdecken gibt und wer uns dort erwartet, das sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß!